Aufwärmen für den Showdown in der International Liga. Im Kampf um einen Fixplatz im Viertelfinale bekam es die FBI VfL Feldkirch mit dem direkten Konkurrenten HK Jesenice zu tun und die Slowenen entpuppten sich als der erwartet schwere Gegner. Bereits nach 6 Minuten wurden die in Schwarz spielenden Gastgeber aus Feldkirch kalt erwischt. Supancic traf in dieser Szene zum 1:0 für die Gäste. Die VEU zeigte aber sofort eine Reaktion. Novak hier mit dem guten Auge, Meier scheiterte aber an Gästekeeper Pavlic. 4 Minuten später durfte dann aber doch gejubelt werden. Scheiber mit dem Assist und Grabher Meier mit dem erfolgreichen Abschluss. Neuer Spielstand 1:1. Danach verflachte die Partie ein wenig. Erst in der letzten Minute des ersten Spielabschnittes wachte der Kampfgeist der Heimmannschaft wieder auf. Fekete probierte es und Romanenko setzte entscheidend nach. Die VEU lag mit 2:1 in Front. Mit diesem Zwischenstand ging es erstmals auch in die Kabinen. Im zweiten Abschnitt übernahmen die Hausherren von Beginn an das Kommando. Tomaszek setzte sich entscheidend durch, ließ sich die Scheibe auch in weiterer Folge nicht abnehmen und traf zum 3:1. Der Jubel riesengroß. Die VEU nun mit einer breiten Brust. Plötzlich schien alles zu funktionieren. Müller hier aus dem Handgelenk. Pavlic war wohl die Sicht verdeckt und Feldkirch führte 4:1. Doch die Slowenen gaben sich nicht auf und kämpften beherzt weiter. Dieser Kampf wurde dann auch belohnt. Ex-VU-Spieler Dolinjek scheiterte zunächst noch an Bock, traf dann aber doch und verkürzte auf 4:2. Dann schwächten sich die Gastgeber selbst. Zunächst musste Tomaszek auf die Strafbank. Wenig später folgte ihm Abayev. Feldkirch also in doppelter Unterzahl. Jesenice dann auch sofort in der Formation, die Scheibe lief gut und Supancic mit dem erfolgreichen Abschluss. Neuer Spielstand in der Vorarlberghalle 4:3. Bei diesem Zwischenstand wurden zum zweiten Mal die Seiten gewechselt. Auch hier startete Feldkirch wieder besser. Draschkowitz stand in dieser Szene goldrichtig und beförderte die Scheibe ins Tor. Die VEU führte nun mit 5:3. Doch nur eine Minute später schlugen die Slowenen wieder zurück. Reiser setzte hier gut nach und beförderte das Hardcore-Metall ebenfalls über die Linie. Die Partie also wieder offen. Doch die FBI VfL Feldkirch hatte an diesem Abend einfach den längeren Atem und als Sefic auf die Strafbank musste, nutzten die Holland Cracks ihre Überzahl. Abayev traf zum 6:4 und sorgte so für die Vorentscheidung. Da sich auch in den weiteren 6 Minuten nichts am Ergebnis änderte, feierte Feldkirch einen wichtigen 6:4 Heimsieg und durfte sich so also über die fixe Playoff-Teilnahme freuen. Ja, wir haben gut angefangen. Zweite Drittel haben wir nicht so gut gespielt, aber wir haben unsere Chancen gemacht und das war wichtig und deswegen haben wir auch gewonnen. Ja, schauen Sie, wir als Sportwettenanbieter mit unserem einzigartigen Produkt, der Wettwertkarte, die es ermöglicht, anonym und absolut anonym über das Internet oder das Smartphone zu spielen und zu wetten, braucht einen starken Partner, der über die Grenzen hinaus bekannt ist. Und diese Plattform bietet uns die VEU.